Hallo ihr Lieben, seid gesegnet. Ich wollte mit euch darüber reden, wie gefährlich Impfungen sein können und dass man davor wirklich Acht haben muss, was die da eigentlich auch vorhaben. Und so eine Impfung ist ja wirklich ein schwerer Eingriff in den Körper eigentlich, ja. Da können sie einem ja einiges in den Körper bringen, was da nicht hingehören soll. Grundsätzlich ist die Idee einer Impfung ist gut. Also man soll Krankheiten verhindern, ja. Das ist eine tolle Idee eigentlich, ja. Indem man abgeschwächte oder abgetötete Krankheitserreger in einer Flüssigkeit, wo es nicht verändert werden kann, ja, aufbewahrt und dann dem Körper, einem anderen Körper injiziert, spritzt und der erkennt dann diese abgeschwächten oder abgetöteten Viren oder Bakterien oder merkt es und bildet dann Antikörper dagegen, ja, und wird somit nicht krank, ja. Und er hat die abgeschwächte bösen Viren im Körper oder Bakterien und kann dagegen, gegen diese lahmgelegten, kann er dann eine Immunisierung für sich selbst vorbereiten. Und wenn dann wirklich mal so ein Virus kommt oder so ein Bakterium, dann erkennt er das wieder und dann hat er schon das passende Gegenmittel parat. Das ist eigentlich genial vom Körper, ja. Und das macht sich die Impfindustrie zunutze, was im Prinzip eine ganz gute Idee war, ja. Aber zum Beispiel bei der spanischen Grippe haben sie da das erste Mal richtig geimpft. Das war 1918 bis 1920, ja. Da haben sie dann die Impfstoffe, die ersten, entwickelt und laut Bevölkerung sind die gestorben damals, die geimpft wurden. Ja? Also die Bevölkerung sagt da, die sind alle draufgegangen, ganz viele draufgegangen, wo sich da geimpft haben. Also, und das ist eine Gefahr, weil erstens sind diese abgeschwächten Impfungen, diese abgeschwächten Erreger, abgeschwächten oder abgetöteten Viren, Bakterien zum Teil immer noch so aktiv, dass sie die Krankheit selbst auslösen können. Das ist schon mal eine große Gefahr, dass man also tatsächlich krank wird. Auch beim Masernimpfen jetzt kann man tatsächlich Masern davon kriegen, ja, und kann dran sterben. Und des Weiteren brauchen diese Impfstoffe, ja, diese abgeschwächten Bakterien und Viren, die da weitergegeben werden, die brauchen eine Trägersubstanz, ja, was aus Formaldehyd, total krebserregend. Aluminium, Quecksilber, die brauchen irgend sowas, ja, um das zu haltbar zu machen, ja. Und was halt auch das Problem ist, es wird was sie jetzt auch früher mal gemacht haben, oder man braucht irgendeine Viren, die ähnlich, man braucht Zellen, wo man das einbringen kann, ja, um dann diese Impfung herzustellen, ja, und Zellen, und da haben es Affenzellen dafür genommen, ja, weil die den Menschen so ähnlich sind, ja. Und das haben sie bei der Pockenimpfung zum Beispiel gemacht, ja. Und nach der Pockenimpfung, ja, ist erstaunlicherweise AIDS entstanden, ja. Seitdem gab es dann AIDS und 1987, ja, also ganz erstaunlich, ja, sehr großer Zufall, ja. Und AIDS war eigentlich eine Krankheit, wo es nur bei Affen gab, ja. Und das Problem ist halt, da haben sie zum Beispiel die Affen Zellen genommen, um diese Viren zu injizieren, diese abgeschwächten, und dann in den menschlichen Körper zu spritzen. Und somit haben sie da die Krankheiten vom Affen übertragen können, ja. Und dadurch ist AIDS eigentlich erst entstanden, ja. Und mit diesen Impfungen können sie gewaltige Sachen machen, ja, ganz, ganz gewaltige Sachen. Krankheiten erstmal überhaupt unter die Leute bringen, ja, und mit diesen ganzen Impfpaniken, wie jetzt zum Beispiel der Schweinegrippe oder so, ja, wenn dann alle plötzlich zum Arzt rennen, weil sie Panik haben, ja, und es ist sehr gefährlich, weil die können dann durch diese Massenimpfungen können sie die dollsten Sachen machen, ja. Und sie haben da einiges damit vor, auch zu chippen. Sie wollen in Zukunft auch chippen beim Impfen, weil es ist ein idealer Platz für einen Chip, für diesen RFID-Chip im Muskel. Ja, diese RFID-Chips, die gab es schon vor 16 Jahren, vor 13 Jahren. Da waren die schon 0,01
0,5 mal 0,05 Millimeter groß und winzig klein, ja, und die passen heutzutage locker in eine Kanüle rein, ja, also von der Spritzenaufsatz, und ein idealer Platz ist der Muskel, also wenn man jetzt in der Oberarm impft oder im Gesäßmuskel da impft, ja, das ist ein idealer Platz, da bleibt er drin und da kann er wirken, da kann man nicht mehr rausholen, da am Handgelenk, wo sie dann den RFID-Chip hinmachen wollen, ist nicht einmal so ein guter Platz, weil er oftmals auch wieder rausgedrückt wird, vom Körper wieder rausgedrückt wird und weil man selber vielleicht auch wieder rausmachen könnte, theoretisch. Also das ist ein idealer Platz für bei den Impfungen, ja, im Muskel, wenn der dann da verbleibt. Und so kann man immer geortet werden, ja, das ist das Gefährliche an diesen RFID-Chips. Sie wissen alles dann über einen, wo man ist, was man macht, ja, wer man ist, alles. Sie wissen alles, ja, die haben solche Technologien, ja. Und das planen sie halt mit den Impfungen, ja, und planen halt riesige Zwangsimpfungen, ja. Unser Gesundheitsminister plant ja auch riesige Impfungen, Zwangsimpfungen, ja, und er will die bestrafen, die sich nicht impfen lassen, also die Mütter, die Eltern von Kindern, und die, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen, wollen sie durchbringen, darf man nicht mehr in den Kindergarten gehen und nicht mehr in die Schule gehen, ja, ist es im Moment noch ein Problem mit der Schulpflicht, aber das wollen sie dem irgendwie so hinwursteln, ja, also das sind ganz tolle Sachen geplant, ja, und das wollen sie unbedingt durchbringen, ja, also wenn sie keine Krankheit da in die Welt setzen und eine Panik veranstalten wie Hühnergrippe, Schweinegrippe oder sonst irgendwas, dann machen das sonst irgendwie durch Impfpflichten, wo sie jetzt daraus bringen wollen. Ja? Und das ist sehr gefährlich. Also wir müssen da absolut aufpassen, uns auf keinen Fall impfen lassen. Ja? Also die können uns was auch immer da reinjagen. Das haben wir haben keine Kontrolle drüber, über diese Impfungen, was sie uns da reinjagen. Ich bin selber Krankenschwester und ich habe zwei ungeimpfte Kinder und meine Mutter hat auch mich nicht impfen lassen. Ich muss mich dann selber impfen lassen als Krankenschwester. Also ich habe auch einiges abgekriegt. Aber im Prinzip bin ich absoluter Impfgegner schon damals gewesen. Weil es ist genial gemacht. Auch mit die machen jetzt so Panik mit Masernimpfungen und sowas, dass dann die Kinder stirben, wenn man es nicht impfen lässt. Das ist aber also Quatsch, weil Gott hat es so geschickt eingerichtet. Das ist genial, ja. Also eine Mutter, wenn die schwanger ist, ja, dann und hat normalerweise als Kind, jeder hat das normalerweise als Kind, ja, weil das die Masern durchgemacht, weil das eine hochansteckende Krankheit ist, die kriegt man sofort als Kind irgendwann, ja. Jede Mutter hat also normalerweise Antikörper gegen diese Krankheit entwickelt, gegen Masern, sagen wir jetzt mal, und gibt sie ihrem Kind weiter, schon in der Schwangerschaft, und wenn das Kind geboren ist, hat das Kind das erste Jahr automatisch einen Schutz gegen Masern, wenn man nicht geimpft war, ja. Und im ersten Jahr sind die Masern fürs Kind sehr gefährlich, weil die Kinder, da ist diese, aber am Anfang ist diese Blut-Hirn-Schranke noch nicht geschlossen und da können diese Masernviren können sogar ins Gehirn treten, ja, und können da schwere Krankheiten hervorrufen und starkes Fieber, und da kann man wirklich dran sterben, da können die Kinder dran sterben, aber der Gott hat es so eingerichtet, dass die Mutter dem Kind im ersten Jahr den Schutz mitgibt, ja, und dann ist es nicht so schlimm nach diesem Jahr, wenn das Kind Masern kriegt, dann ist jetzt in 2-3 Tagen gegessen, ja, dann haben sie zweimal Fieber, das ist so zweigipfelig Verlaufform, ein bisschen Ausschlag und dann ist die Sache gegessen, ja, da passiert dann gar nichts passiert, ja. So, aber wenn man jetzt eingreift mit der Masernimpfung zum Beispiel, lässt die Mütter impfen, ja, die jungen Mütter jetzt, also oder die jungen, lässt die Kinder impfen und die werden eines Tages zu Müttern, ja, sollen zu Müttern werden. Diese sind aber geimpft, das heißt also, sie haben die Kinder, wo jetzt gegen Masern geimpft sind, können die Masernkrankheit nicht durchmachen. Somit können sie keine Antikörper gegen die Masernkrankheit bilden. Somit können sie ihren Babys wiederum keinen Schutz geben das erste Jahr, ja. Und somit sind ihre Babys in Gefahr, dass sie Masern kriegen. Und im ersten Jahr und da erkranken. Versteht ihr das Prinzip? Man greift da in die göttliche Vorsorge eigentlich total ein mit diesen Impfungen, ja? Eigentlich ist das so genial von Gott geredet, dass die Babys einen Impfschutz haben, ja? Einen Schutz haben vor diesen gefährlichen Krankheiten durch die Mutter, weil die Mutter die Krankheit schon durchgemacht hat und deshalb dagegen Widerstand hat, ja? Und den weitergeben kann und den Schutz weitergeben kann an ihr Baby, außer man impft sie, ja?
dann ist der ganze Schutz im Eimer und dann sind die Babys wirklich ungeimpft. Und deshalb muss man die Babys immer früher impfen, ja. Deshalb kriegen sie gleich nach der Geburt schon die 6-fach Impfungen und 9-fach Impfungen und so. Und das ist eine Katastrophe, ja. Nicht allein wegen dem Aluminium oder sonst irgendwas, was in den Spritzen ist. Das ist das 60-fache, was man einem Erwachsenen zumuten könnte. Allein nur das Aluminium, was man da in so einer Impfung ist, ja. Sondern auch, weil man den Kindern da Sachen reinhaut, dass sie noch gar nicht, der Körper ist noch nicht so weit, ja, um so eine Immunantwort dazu geben, ja. Da ist auch diese Blut-Hirn-Schranke noch auf. Und da kann das Blut ungehindert noch durchs Hirn fließen, ohne dass es richtig gefiltert wird von diesen ganzen Bakterien und Viren. Und deshalb gibt es auch wirklich auch Tote nach den Impfungen, nach den Babys, ja. Und es wird aber so unter den Teppich gekehrt, ja. Diese Impfschäden und das alles wird so über den Teppich gekehrt, weil die Impfindustrie Interesse hat, dass die Impfung rausgehauen wird. Und zwar an jeden, die verdienen da Milliarden damit, ja. Und die von der ständigen Impfkommission, das sind lauter Leute. Von diesen 12 Leuten, die das machen, diese ständige Impfkommission bilden, sind 8 Leute. Die obersten, allerobersten von der Pharmaindustrie. Und die haben höchstes Interesse daran, dass die Impfungen rausgegeben werden, ja, und ein höchstes Interesse an Krankheiten, die verdienen an Krankheiten, ja. Also wir müssen da aufpassen mit den ganzen Impfungen, auch mit diesen Cervix-Impfungen, die machen unfruchtbar diese Impfungen, wo sie dann jungen Frauen reinhauen, von wegen Schutz gegen Gebärmutterkrebs, die machen unfruchtbar. Dann gibt es diese, dann was sie auch machen, es gibt ein Gottesgen im Körper, ja. Das ist das VMAT2-Gen, ja. Und das ist für diese religiösen Empfindungen verantwortlich bei Menschen, ja. Und das nennen wir das Gottesgen, ja. Also, und dieses Gen kann man ausschalten durch diese ganzen Impfungen, ja. Man kann nicht mehr zu Gott finden, man kann nicht mehr beten. Ja, die ganzen jungen Leute, die können da nicht mehr zu Gott finden, ja. Die haben überhaupt kein Interesse daran und wollen auch nicht. Und die können auch nicht, die können nicht zu Gott finden. Und damit versuchen sie die Menschheit lahmzulegen, ja. Also diese Impfungen muss man wirklich bitte ernst nehmen und diese Angstmacherei da mit diesen Impfungen, dass man da stirbt, wenn man sich nicht impfen lässt und so, das ist völliger Quatsch. Gott hat das so geschickt eingerichtet, man muss da wirklich dieses göttliche Urvertrauen haben an Gott und da passiert gar nichts, ja. Also im Gegenteil, die Kinder sind besonders gesund, ja. Also meine waren auch nie so krank, dass sie da irgendwie Krankheiten oder Fieber oder so, also wie sie da sagen, das ist normal, dass ein Kind 12-mal im Jahr Fieber hat oder sonst irgendwas. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen bei mir. Also haben meine überhaupt nie gehabt. Also ich kann mir an ein, zweimal Fieber erinnern, ja. Das war bestimmt damals die Masern, wo die gehabt haben. Und das ist völlig inapparent verlaufen. Also so symptomlos. Wenn ich eine Krankenschwester wäre und wüsste, das waren die Masern, weil ich es gesehen habe in dieser zweigipfeligen Verlaufskurve, Fieberverlaufskurve und diesem Ausschlag, da wo hinten im Nacken anfängt und so. Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht gemerkt, dass es die Masern waren. Und im Kindergarten hing ein großes Schild dann an der Tür. Wir haben die Röteln. Jetzt machen Masern. Aber gut, egal. Also man muss da sehr aufpassen, ja, was sie einen da reinpumpen. Ja. Auch mit dieser FSME-Impfung, ja. Ja, man kann schon gegen FSME impfen, aber dieser FSME-Virus, ja, dieser Zeckenvirus, der mutiert ständig, ja, und die Chance, dass man in diesem Jahr, die entwickeln ja jedes Jahr einen neuen Impfstoff, dass man diesen Mutant jetzt verwischt von diesem FSME-Virus, was die jetzt gerade entwickelt haben, das ist 1 zu 12.000 oder so, ist fast unmöglich, also könnt ihr euch sparen, ja, da ist so viel Gift drin in dieser FSME-Wirkung, spart es euch. Und wenn ihr Borreliose kriegt durch die Zecken, dann gibt es Antibiotika dagegen, ja, da kann man was dagegen machen, also das ist überhaupt kein Problem und dass er euch die FSME-Impfung geben lässt, das ist Wahnsinn, ja, die Chance, dass ihr den Virus erwischen, der gerade aktuell ist in dem Jahr, das ist unmöglich fast, ja, und ihr lasst euch da voll das Zeug reinballern, ja, und sie haben wirklich vor, auch diese Schweinegrippe-Impfungen da wieder da Panik zu machen und die durchzuführen und da wollen sie dabei chippen, ja, die wollen chippen. Da muss man unbedingt aufpassen, ja, vor allem wenn diese Massenaufrufe sind, ja, unbedingt sich davon fernhalten, ja, und also so einfach können sie eine zwingen. Sie wollen den Impfzwang zwar machen, aber so einfach wird es nicht werden. Ich weiß, es war jetzt viel und schnell und ich muss es euch irgendwie drüberbringen und versuchen,
da ein bisschen feinfühlig zu machen, das ist wirklich kein Witz mit den Impfungen. Also hört auf, wir sind alle völlig, völlig überimpft. Ja, ich habe mir das als Krankenschwester auch testen lassen gegen Hepatitis und kann man das testen lassen oder den Tetanus-Titer. Ja, wir sind so voll mit Tetanus. Hört auf, euch mit Tetanus impfen zu lassen. Hört auf, wir haben alle so, so viel Zeugs dagegen. Das langt für 500 Jahre, ja. Also mein Tetanus Titer, der langt für die nächsten 500 Jahre, ja, wenn man das testen lässt. Oder Hepatitis, ja, das ist völliger Quatsch, ja, das braucht kein Mensch. Könnt aufhören damit mit den ganzen Impfungen, lasst euch da nichts einreden. Ja, das verdient nur die Pharmaindustrie und die können euch Zeug injizieren, was ihr nicht mehr unter Kontrolle habt und nicht mehr aus dem Körper rauskriegt. Ja, dieses ganze Zeug kann nicht mehr über den Körper raus, er wird über die Nieren nicht mehr ausgeschwemmt werden, ja. Das bleibt alles da hängen. In der Niere, ja, und kann nicht mehr ausgeschwemmt werden und bleibt sonst wo hängen, ja, aber kann nicht mehr raus aus dem Körper. Also überlegt euch das gut und überlegt euch gut, ob ihr eure Kinder impfen lässt. Es passiert nichts, wenn ihr sie nicht impfen lässt, ja. Ihr könnt dann auch, wenn er unter Angriff steht und im Krankenhaus und ihr euch der fertig machen könnt, dann sagt, ich habe mich entschieden, nach einem Jahr erst impfen zu lassen oder so. Das lassen sie dann immer noch durchgehen, ja. Und nach einem Jahr sagt er, oh, ich habe mich entschieden, jetzt doch erst mit 7 Jahren, bevor sie in die Schule kommt, impfen zu lassen oder sonst irgendwas, ja. Dann lassen sie euch normalerweise auch gehen, die Ärzte, ja. Also, vorsichtig mit Impfungen. Oh Herr, oh Herr, du hast den Körper so, so gut gemacht, du hast alles so genial konzipiert. Oh Herr, bitte hilf uns, dass wir da jetzt wieder stehen können bei dem, was da alles vor uns kommt und dass wir wieder stehen können, Herr, mit diesen, wo sie versuchen, uns in die Falle zu locken und uns von dir wegzubringen. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir wieder stehen können und stark sind in dir und der Macht deiner Stärke. Mit der Dass du uns führst, Herr, und uns weißt und du uns schützt und dass wir nicht in die Falle laufen, Herr. Bitte hilf uns, dass wir und unsere Familien schützen und vor all dem Bösen, was da jetzt auf uns zukommt, bitte erlöse uns vor all dem Bösen, bitte erlöse uns vor all dem Bösen, bitte erlöse uns von all dem Bösen. Und wir rufen den Schutz des Blutes Jesu über uns aus, wir rufen den Schutz des Blutes Jesu über uns aus. Wir rufen den Schutz des Blutes Jesu über uns aus. Wir stellen so einen Schutz des Allerhöchsten. Denn wer im Schirm des Höchsten sitzt, so wie wir, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Wir sprechen zu dir, unsere Zuflucht, unsere Burg, unser Gott, auf den wir trauen. Ja, Vater, du wirst uns erretten vor der Schlinge des Fallenstellers und vor der verderblichen Pest. Du wirst uns mit deinen Fittichen decken und unter deinen Flügeln wirst du uns bergen. Deine Treue ist Schirm und Schild. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tage fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht und der Seuche, die am Mittag verdirbt. Denn ob 1.000 fallen zu unserer Seite oder 10.000 fallen zu unserer Rechten, so wird es doch uns nicht treffen. Und mit eigenen Augen werden wir es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Und wir sprechen zu dir, du Herr, bist unsere Zuversicht, der den Allerhöchsten haben wir zu unserer Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird uns zustoßen, keine Plage sich unserem Zelt nahen. Denn du, geliebter Vater, hast deinen Engeln unseren Wegen Befehl gegeben, dass sie uns behüten auf all unseren Wegen. Auf Händen werden sie uns tragen, damit wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Auf den Löwen und die Otter werden wir den Fuß setzen und den Junglöwen Löwen und den Drachen zertreten. Und du, geliebter Vater, versprichst uns, meine Leute, weil ihr euch an mich klammert, darum will ich euch erretten. Ich will euch beschützen, weil ihr meinen Namen kennt. Und ruft ihr mich an, so will ich euch erhören. Ich bin bei euch in der Not. Ich will euch befreien und zu Ehren bringen. Ich will euch sättigen mit langem Leben und euch sehen lassen, mein Heil. Amen. Das war der Psalm 91. Wunderbarer Schutz bei solchen Sachen. Seid gesegnet.